Ist er der Richard David Precht der klinischen Psychologie oder ein ernstzunehmender Philosoph? Die New York Times zumindest nennt Jordan B. Peterson den einflussreichsten öffentlichen Intellektuellen in der westlichen Welt. Und auf Patreon bekommt er von seinen Unterstützern, Moment, $100,000 monatlich. Wow. Ja, wow. Ist das gerecht? Sollte das nicht umverteilt werden? Nun, überlegen wir, ob die Leute ihn zu Recht unterstützen, indem wir uns seine Philosophie ansehen. Was sind Jordan B. Petersons wichtigste Ideen? Take cocaine all the time. You should be nose deep in that stuff nonstop, right? But you're not. Why? What's wrong with you people? You're ready, man. Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Ein Kaviat muss ich natürlich vorausschieben. Zum einen ist es natürlich keine zusammenhängende, konsistente Theorie, keine Philosophie im engeren Sinne. Und daher verwende ich diesen Terminus hier nur recht locker. Und zum anderen ist die Liste hier natürlich sehr subjektiv und stellt nur einen Ausschnitt aus Petersons Werk dar. Es gibt hunderte von Videos von ihm und Interviews mit ihm und 100.000 Minuten an Material. Und Peterson kommt auch nicht immer genau auf den Punkt. Oft bleibt er vage oder metaphorisch und hin und wieder nimmt er in dem einen Video etwas zurück, was er in dem anderen gesagt hat. Aber da Peterson seine Grundgedanken oft wiederholt, roughly speaking, habe ich mir eine Auswahl erlaubt. Es wird sicherlich zu Verkürzungen kommen, aber ich denke, dass man einen akkuraten Überblick über die Grundideen bekommt. 1. Mythen und Archetypen. In einer Welt, die bloß aus Materie besteht, woher bekommen wir Orientierung? Was gibt uns Sinn? Wer sagt uns, was gut und was schlecht ist? Und warum bedeutet uns das eine oder das andere überhaupt etwas? Wie gelangt unser Denken zur Bedeutung in einem bedeutungslosen Universum? Nun, unser Denken ist nicht total chaotisch. Wenn man genau hinsieht, gibt es gewisse feste Strukturen. Unterhalb unseres Denkens findet sich also eine Struktur, ein Muster, das unser Denken in bestimmte Bahnen lenkt und ihm Orientierung gibt. Peterson bezieht sich bei der Beantwortung dieser Fragen auf die Theorien des Schweizer Psychologen C.G. Jung, der die Theorie der Archetypen mitbegründet hat. Ein Video zu C.G. Jung und zu seiner Philosophie habe ich hier gemacht, also wer da genaueres wissen will, guckt sich das einfach an. Nun, Noah war ein Archetyp, aber um Archetypen genauer zu verstehen, muss man sich die Mythen der Kulturen ansehen. Mythen wie Odysseus oder Siegfried sind wiederkehrende, traditionelle, kulturelle Muster. Und die müssen wir studieren, weil sie uns Orientierung geben. Über unser eigenes Leben, unsere Seele, über das Zusammenleben von Menschen. Mythen sind keine bloßen Geschichten, sondern Archetypen, die die menschliche Wahrnehmung prägen und uns zeigen, wie wir mit dem Chaos der bloßen Existenz umgehen können und von dort zur Ordnung des produktiven Individuums übergehen können. Mythen sind die destillierte Essenz der Geschichten, die wir uns über die Muster unseres Verhaltens erzählen, sagt Peterson. Der Mythos kann als die Geburtsstätte des bewussten und abstrakten Denkens betrachtet werden, als die Matrix, aus der unsere Ideen entstehen. Unsere heutigen Vorstellungen über die Welt mögen uns neu erscheinen und modern. Der Atheismus, der Sozialismus, der Individualismus, aber diese Vorstellungen wachsen alle auf einem Boden, der durch Jahrhunderte, Jahrtausende lange geistige Tätigkeit vorbereitet wurde. Der Mythos ist das Unbekannte, das Darunterliegende, aber er ermöglicht uns das Verstehen des Unverstehbaren, indem er das Konkrete nimmt und als Anschauung benutzt. Die Geschichte des heiligen Georg zum Beispiel, der gegen den Drachen kämpft, stellt auf eine symbolische Weise den Kampf des Individuums gegen das Chaos, gegen das Böse dar, den wir täglich bestehen müssen. Ungefähr das, was im Islam unter dem Begriff großer Dschihad verstanden wird. Ein innerer Kampf der Seele, das unablässige Bemühen des Menschen um das richtige Gehen auf dem geraden Weg. Das heißt, der Kampf gegen Egoismus, gegen schlechte Neigungen, gegen falsche Begierden. Wir können also herausfinden, wie wir uns verhalten sollen, wenn wir uns die Mythen ansehen, die wiederum Archetypen enthalten, die sich im Laufe der Evolution unserer Spezies entwickelt haben. Und durch das Studium von Mythen können wir gemeinsame Werte und Rahmenbedingungen zwischen den Kulturen sehen und somit die Strukturen verstehen, die uns alle schon immer unterbewusst leiten. Nun, existieren diese Archetypen überhaupt? Und wenn ja, wo? Nach C.G. Jung gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass Materie und Psyche zwei verschiedene Aspekte ein und derselben Sache sind, wie er sagt. Und somit sei auch der Archetypus im Grunde jenseits der psychischen Sphäre bestimmt, auch wenn er sich psychisch manifestiere. Peterson sagt,
sie existieren nicht so, wie du denkst. Es gibt zwar real keine Hexen, aber unsere Erfahrung ist von dem Archetyp Hexe so strukturiert, dass diese als realer als real bezeichnet werden muss. Archetypen existieren in einem absoluten Sinne, mehr als alles andere. Die großen Mythen sind gewachsene Strukturen, die unserer Kultur zugrunde liegen, weil sie sich immer wiederfinden lassen. In Märchen, in Romanen, in Filmen, im eigenen Leben. Es gibt eine objektive Welt und es gibt die Welt der menschlichen Erfahrung. Und diese Welt ist eben durch eine mythologische Landschaft geprägt. Und zu guter Letzt, Archetypen existieren transkulturell, weil sie eine ursprüngliche Erfahrung des Menschen beschreiben. Daher gibt es in vielen Kulturen Überschneidungen. Einen Weltenbaum gibt es in der nordischen Mythologie und bei den Maya und bei den Ägyptern. Pyramiden gibt es sowieso überall. Und sogar die Doppelhelix der DNA findet sich offenbar in antiken ostasiatischen und Aborigine-Darstellungen. Das Leben ist Leiden, das ist klar. Es gibt keine grundlegendere, unwiderlegbarere Wahrheit. So Jordan B. Peterson, aber woher kommt das Leiden? Dass uns ständig jemand piekst? Dass Moritz Neumeier mehr Abonnenten hat als ich? Dass uns unsere Liebe genommen wird? Dass wir sterben müssen? Auch. Aber vor allem daher, dass diese Schmerzen keinen Sinn haben, weil das Universum nicht geordnet ist. Wie es uns in erster Linie begegnet, ist im Zustand des Chaos, nicht des Kosmos. Kosmos bedeutet Schmuck, aber auch Ordnung. Chaos hingegen bedeutet Leiden und Leere. Ordnung und Chaos. Chaos ist das, was sich ewig und unbegrenzt über die Grenzen aller Staaten, aller Ideen und aller Disziplinen hinaus erstreckt. Es ist der Fremde. Das Mitglied einer anderen Bande, das Rascheln im Gebüsch, der verborgene Ärger deiner Mutter. Chaos ist symbolisch mit dem Weiblichen verbunden. Chaos ist also immer schon da. Ordnung dagegen wird erst noch erreicht. Die Ordnung ist die Struktur der Gesellschaft, aber auch die Struktur, die die Biologie liefert. Es ist die Flagge der Nation. Es ist die Größe der Tradition, die Reihen der Tische im Klassenzimmer, die Züge, die pünktlich abfahren. Im Bereich der Ordnung verhalten sich die Dinge so, wie Gott es wollte. Ordnung ist ein Ort oder eine Situation oder ein Zustand, in dem die Dinge vorhersehbar sind, planbar. Man weiß, was man als nächstes machen wird, was als nächstes passieren wird. Chaos ist dagegen ein Zustand oder ein Ort, an dem die Dinge unberechenbar und unsicher sind. Wir bauen dann Insel der Ordnung um uns herum auf, zum Beispiel, wenn wir unser Zimmer aufräumen. Aber das sind immer nur Inseln im immensen Ozean des Chaos. Wir wissen nicht, ob das als nächstes passieren wird, was wir geplant haben. Und das kann das Chaos eben ziemlich aufregend machen. Nun kann zu viel Ordnung langweilig, restriktiv oder sogar repressiv werden. Zu viel Ordnung wäre das kommunistische Nordkorea. Bei zu wenig Ordnung allerdings gibt es nicht genug Struktur, um überhaupt ein sinnvolles Leben führen zu können. Zu wenig Ordnung wäre das postkommunistische Venezuela. Chaos kann zugleich destruktiv und kreativ sein. Es kommt auf das richtige Verhältnis von Ordnung und Chaos an. Gut. Bauen wir uns also kleine Inseln in der Ordnung, ins Meer des Chaos hinein, einen aufgeräumten Schreibtisch, einen sorgfältig geführten Terminkalender, einen Plan fürs Leben. Jetzt könnte man das Chaos als nervig bezeichnen, als das, was dazwischen kommt, was uns stört, was uns von unseren Zielen abhält. Aber Peterson beschreibt das Chaos als notwendig. Und das zu erkennen ist wichtig für ein gelingendes Leben. Wir brauchen das Chaos, weil es uns Neues bietet. Herausforderungen, neue Ideen, neue Ziele. Nichts kann existieren ohne Ordnung, nichts kann entstehen ohne Chaos, wie Albert Einstein gesagt hat. Wir sind am lebendigsten, wenn es genau das richtige Maß an Chaos gibt. Wie es der Psychologe Carl Rogers ausgedrückt hat: Es scheint mir, dass das gute Leben kein fester Zustand ist. Es ist nach meiner Einschätzung kein Zustand der Tugend, der Zufriedenheit, des Nirvanas oder des Glücks. Es ist keine Bedingung, in der die Person angepasst oder erfüllt oder aktualisiert wird. Um psychologische Begriffe zu verwenden, es ist kein Zustand der Antriebsminderung, des Spannungsabbaus oder der Homöostase. Sondern ein Weg. Und der besteht aus der Bewältigung von neuen Herausforderungen. Und die bietet uns das Chaos. Das macht es sowieso, darum müssen wir uns gar nicht kümmern. Worum wir uns kümmern müssen, ist die rechte Einstellung zum Chaos. Die Akzeptanz der Tatsache, dass etwas kommen wird und all unsere Pläne über den Haufen werfen wird. Und dass wir trotzdem weiterhin planen und handeln müssen, in dem Wissen wieder herausgefordert zu werden. Man muss noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern gebären zu können, wie sie Nietzsches Zarathustra heißt. Ordnung und Chaos gehen also eine Symbiose miteinander ein, wie im taoistischen Symbol von Yin und Yang. Das heißt auch, dass die Ordnung dem Chaos nicht übergeordnet ist. Peterson würde also
dem anderen Zitat von Albert Einstein widersprechen. Ordnung braucht nur der Dumme, das Genie beherrscht das Chaos. Nein, jeder. Oder er würde sagen, it depends on what you mean by beherrscht. Das heißt, das Genie bringt Ordnung in das Chaos? Oder braucht er dann das trotzdem nicht? Also ist dann auch das Genie der Dumme? Ja, wieder so ein dummes Einstein-Zitat. Irgendwann mache ich mal ein Video über die Top 10 seiner dümmsten Äußerungen. Nun, im letzten Video über Peterson ging es ja schon um Mythen und Archetypen. Und ich habe ja gesagt, dass diese eng mit dem Thema Ordnung und Chaos verbunden sind. Mythen und alte Geschichten handeln oft von der Beziehung zwischen Ordnung und Chaos. Und derjenige, der das eine in das andere verwandelt, ist gewöhnlich der Held. Wir finden diese Struktur in jeder Geschichte, die eine Heldenreise darstellt. Homers Odyssee, Harry Potter, Herr der Ringe. You're here on a heroic mission. You're going to take your capacity to articulate yourself to levels that are undreamed of. You're going to come out of here unstoppable. You're going to be able to do anything you want. It's like, that's what you're here for. Ordnung wird hier als eine Art sicherer Ort dargestellt, der oft von Grenzen umgeben ist. Die Festung, die ummauerte Stadt, das Haus, in dem wir leben, das Dorf. Umgeben von dunklen Wäldern, das Auenland. Außerhalb des kleinen Ordnungsflecks herrscht dann das große Chaos. Das kann der dunkle Wald, der Weltraum, die Wüste, das Meer, die Stadt sein. Der Held wird nun aus der Ordnung in das Chaos gerufen. Er verwandelt das Chaos in Ordnung und belebt oft die Kultur, aus der er kommt. Aber oft kann er nicht in dieser Gemeinschaft bleiben, weil er vom Chaos befleckt ist. Der Cowboy muss am Ende aus der Stadt, die er gerade gerettet hat, in den Sonnenuntergang reiten. Und Batman muss als Krimineller bezeichnet werden von der Gesellschaft, die er verteidigt hat. Die akzeptiert ihn dann aber nicht. In anderen Geschichten aber kehrt der Held zurück und die Gemeinschaft wird erneuert und er wird an der Spitze akzeptiert, wird dann Kaiser oder so. Er erobert die Prinzessin und hat den Drachen des Chaos getötet. Was soll uns das nun sagen? Fragt Peterson. Diese Geschichten lehren uns, wie wir auf das Chaos, auf das Unbekannte reagieren können. Mit Mut und Entschlossenheit. Der Angst in die Augen sehen und bis zum letzten Atemzug kämpfen. Dragon! Bis zum letzten Atemzug gekämpft und den Drachen erlegt, hat Jordan Peterson in diesem berüchtigten Interview mit Cathy Newman von Channel 4, in dem auch der Hummer erwähnt wird. Jordan Peterson, you've said that we should organize our societies along the lines of the lobsters. I'm saying that tell us about the lobster. I'm saying that it's inevitable that there will be continuity in the way that animals and human beings organize their structures. Along the lines of the lobster. It's absolutely inevitable. And there is 1/3 of a billion years so saying, of evolutionary history behind that. You're saying that, right, that's, we should that's so organize long, a third our societies of a billion years ago, there weren't even the trees. Does that, it's a long time. You have a mechanism in your brain like that runs on serotonin that's similar to the lobster along mechanism the that tracks your status. Tell us about the lobster. And higher your status, the better your emotions are regulated. Warum also der Hummer? Hummer sind ständig in Dominanzkämpfe verwickelt. Der tougheste Hummer gewinnt. Der siegreiche Hummer streckt sich, sodass er größer wirkt. Er signalisiert damit seinem Umfeld, dass er der Gewinner ist. Und das neurochemische System, das den Hummer dazu bringt, sich aufzuplustern, schüttet Serotonin aus, wie es auch bei Menschen geschieht. Wenn man deprimiert ist, dann hat man wenig Serotonin und verhält sich wie ein besiegter Hummer. Ich bin klein, die Welt ist gefährlich, ich will nicht kämpfen. Aber wenn man jemandem Antidepressiva gibt, dann richtet er sich auf und ist bereit, dann es mit der ganzen Welt aufzunehmen. Und wenn man Hummern, die gerade einen Kampf verloren haben, Serotonin gibt, dann plustern auch sie sich auf und wollen wieder kämpfen. Wer gewinnt, der gewinnt das Weibchen. Und der kann seine Gene fortpflanzen. Wer verliert, fällt raus aus der Lotterie der Evolution. Peterson kommt jetzt zu dem Schluss, dass unsere Neurochemie und die der Hummer die gleiche ist. Der letzte gemeinsame Vorfahre von Menschen und Hummern lebte vor etwa 350 bis 600 Millionen Jahren. Aber wir verhalten uns immer noch gleichermaßen abhängig von den Hormonspiegeln in unserem Blut. Und das ist nun für Peterson ein weiteres Indiz dafür, wie wichtig Autoritätshierarchien sind. Der Bezug auf die Hummer erlaubt es Peterson festzustellen, dass Autoritätshierarchien etwas in der Natur, in der Evolution Angelegtes sind. Und dass das Verhalten, was darauf beruht, fest in uns veranlagt ist. Dominanzhierarchien sind 300 Millionen Jahre alt, da gab es noch nicht mal Bäume auf diesem Planeten. Das Kämpfen, das Suchen nach Dominanz, das Einordnen in Hierarchien ist so stark in uns, dass wir es akzeptieren müssen und dass wir daraus eine gewisse Inspiration ziehen können.
Erfolgreich zu sein, in der Hierarchie oben zu stehen, wird uns glücklich machen. Then you die. Und wir heißt hier vor allem Männer. Junge Männer, denn mit deren hormoneller Ausstattung, vor allem was Testosteron angeht, passt die Theorie evolutionär besser zusammen. Das heißt auch, tu nicht so, als ging es dir nicht um Dominanz. Sei kein Weichei und Warmduscher, du musst ja nicht gleich in Polen einmarschieren, aber akzeptiere das Streben nach Besserwerden, nach Konkurrenz, nach Erfolg als etwas tief in dir Angelegtes. Wenn du das verleugnest, ist es so ähnlich, als würdest du die Existenz des Chaos verleugnen, das um uns herum ist und uns immer wieder herausfordert. Sich klein zu machen, sich zu verstecken, sich zurückzuziehen, das wird dich nur unglücklich machen. Die zweite Konsequenz aus dem Hummervergleich ist die Analogie zur Struktur einer Gesellschaft. Wenn wir in einer Gesellschaft eine Hierarchie wiederfinden, zum Beispiel von Kaiser zu Untertan und von Wirtschaftsboss zu Proletariat, dann müssen wir überlegen, worauf diese Hierarchie beruht. Die Theorie, die aus dem Hummervergleich folgt, ist, dass es auch in einer freien Gesellschaft Hierarchien geben wird, natürliche Hierarchien. Da wir unserer Biologie nicht entkommen können, Männer müssen sich beweisen und Frauen werden diejenigen Männer auswählen, die in der Lage sind, sich zu beweisen. Roughly speaking. Aber warum betont Peterson das so sehr? Das scheint doch recht Common Sense zu sein, fast banal. Nun, dieses Argument unterstützt die Position, dass in der westlichen Gesellschaft nicht jede Ungleichheit zurückzuführen ist auf Unterdrückung. Wenn man die westliche Gesellschaft als relativ frei ansieht, dann wird es auch einen dementsprechend relativ großen oder kleinen Anteil an Ungleichheit geben, der durch natürliches Dominanzstreben erlangt wurde. Und dass diese natürliche Hierarchie sich eher zum Nutzen der Allgemeinheit auswirken wird, weil eben kompetente Leute oben stehen, als wenn man versuchen würde, Hierarchien einzuebnen. Man könnte auch sagen, der ganze Fortschritt der Menschheit baut darauf auf, dass Männer Frauen gefallen wollen, um Sex zu haben, und weil Frauen Männer nach ihrer Dominanz auswählen, tendenziell. Und deswegen bekommen Männer nur Sex, wenn sie erfolgreich sind. Und nur deswegen strengen sie sich an und bauen eine Zivilisation auf. Gut, diese Dominanzhierarchie muss ja nicht gleich gewalttätig ablaufen. Wir haben gelernt, unseren Dominanztrieb zu sublimieren und in sinnvollen Wettbewerb umzusetzen. Zum Beispiel in den Wettbewerb um die perfekteste Visitenkarte oder so. Hoppala, das passiert euch ja gar nicht. Die Zivilisation basiert auf Religion und der Westen auf der Religion des Christentums. Das Christentum ist das Fundament, auf dem unsere Werte beruhen. So hat das auch der französische Philosoph Michel Onfray in seinem neuen Buch Niedergang über den Aufstieg und Fall des Abendlandes von Jesus bis Bin Laden beschrieben, zu dem ich hier ein Video gemacht habe. Auch Jordan B. Peterson bezieht sich auf das Christentum als das Fundament der westlichen Zivilisation. Das Christentum begründet den Wert des Individuums. Und daher ist Gender Equality a myth? Das Christentum. Peterson glaubt, dass der Atheismus in einer Gesellschaft, die nach Bedeutung strebt, keinen Platz hat. Wenn eine Gesellschaft bestehen will, dann braucht sie einen Sinn für etwas, das über ihr steht, das ihr Sinn und Bedeutung gibt. Und der Atheismus, wie ihn zum Beispiel Richard Dawkins und Christopher Hitchens vertreten, der führt nur zu Gesellschaften, die jeglichen Sinns beraubt sind. Wenn Gott stirbt, sagt Dostojewski, dann ist alles erlaubt. Und das hat man auch nach dem 19. Jahrhundert, nach Nietzsche und Feuerbach und Marx und Stirner, auch in den politischen Bewegungen des Nationalsozialismus, des totalitären Kommunismus gesehen, die Peterson als atheistisch beschreibt. Der Narzissmus war eine atheistische Doktrin, genau wie der Marxismus, sagt Peterson. Auch wenn Peterson sich selber jetzt nicht als gläubig bezeichnet, hält er das Christentum doch für eine sinnvolle Institution, die uns Halt und Orientierung geben kann. Es spielt eine große Rolle in der Evolution des menschlichen Bewusstseins. Verbunden ist das damit, was ich in dem Video zu Mythen und Archetypen gesagt habe. Auch das Christentum ist, wie jede Religion, nicht mehr, aber auch nicht weniger, als ein Reservoir an Mythen. Und seine heiligen Texte enthalten zutiefst psychologische oder symbolische Wahrheiten. And you will know I am the Lord when I lay my vengeance upon you. I've been saying that shit for years. And if you heard it, that meant your ass. I never gave much thought to what it meant. I just thought it was some cold-blooded shit to say to a motherfucker before I popped a cap in his ass. But I saw some shit this morning made me think twice. See, now I'm thinking, maybe it means you're the evil man, and I'm the righteous man,
And Mr. 9mm here, he's the shepherd protecting my righteous ass in the valley of darkness. Die Bibel ist der Versuch der Menschheit, bewusste Verhaltensmuster zu extrahieren und sie in einer Weise darzustellen, die wir verstehen können. Die Bibel ist sozusagen eine Folge davon, dass wir uns gegenseitig dabei zusehen, wie wir uns über Jahrtausende hinweg verhalten haben und Geschichten darüber erzählt haben. Die Bibel ist, im Guten wie im Schlechten, das grundlegende Dokument der westlichen Zivilisation. Ihr sorgfältiges, respektvolles Studium kann uns Dinge darüber offenbaren, was wir glauben und wie wir handeln sollten, die auf fast keine andere Art und Weise entdeckt werden können. Die Verfasser der Bücher der Bibel sind im Grunde Soziologen oder Psychologen, die versucht haben, aus der Existenz der Menschen Bedeutung zu ziehen. In den biblischen Geschichten nun ist unser aller Kampf dargestellt, sich über unsere tierischen Vorfahren zu erheben und uns bewusst zu machen, was es bedeutet, Mensch zu sein. Menschwerdung ist nämlich kein automatischer Prozess, sondern eine Herausforderung. Wenn man sich die Genesis zum Beispiel ansieht, das erste Buch Mose, so sieht man, dass viele unserer Grundannahmen so alt sind, dass sie aus einem vormenschlichen Entwicklungsstadien in unser Gehirn verdrahtet sind. Also im Grunde genommen wie unsere Neurochemie, die uns die Verhaltensweisen vorgibt und so alt ist wie die der Hummer. Solche Grundannahmen sind zum Beispiel, das Männliche wird durch Männer verkörpert, Sicherheit und Ordnung. Frauen verkörpern das fruchtbare Chaos. Beides ist wie in Yin und Yang miteinander verbunden. Wir haben Angst vor Schlangen. Männer fürchten sich vor Ablehnung, weil sie sich dann nicht fortpflanzen. Das sind solche Ideen. Nun sieht sich Peterson einzelne Geschichten aus der Bibel an und interpretiert sie. Die Sintflut zum Beispiel versinnbildlicht, dass der Schöpfer von Zeit zu Zeit bestimmte Dinge auslöschen kann. Und das kann man auch als eine Beschreibung der Conditio Humana lesen. Egal wer du bist, während du durchs Leben gehst, wirst du mit Katastrophen konfrontiert, die Möglichkeit haben, dich fortzuspülen. Man muss wissen, wie man sich verhalten muss, um sich durchzusetzen, wenn das passiert. Eine andere biblische Geschichte, die Peterson deutet, ist die Geschichte von Jona und dem Wal. Jona flieht vor seinem göttlichen Auftrag und er flieht vom sicheren, trockenen Land, der Ordnung, auf die Ozeane, ins Chaos. Ein großer Sturm kommt und bedroht das Schiff, die Mannschaft wirft ihn über Bord, dann wird er von einem riesigen Wal verschluckt und unter Wasser gezogen, bis er betet und wieder an Land gelassen wird, um Gottes Gebot zu erfüllen. Peterson verbindet nun diese Geschichte mit Pinocchio von Carlo Collodi, der 1930, glaube ich, das Buch geschrieben hat, in der Pinocchio auch von einem Wal verschluckt wird. Und man findet hier dieses Motiv wieder, intertextuell. Und im Bauch des Wales findet Pinocchio seinen Vater, Meister Geppetto, und rettet ihn. Erst wenn ihr jeden Baum gefällt, jeden Wald gerodet habt, dann werdet ihr merken, dass man Holz nicht essen kann. Nun, Petersens Deutung, dieser Vater ist deine Kultur. Du lebst in ihr und sie kümmert sich um dich. Aber sie ist tot und verwest und blind. Sie kann nicht auf die Aufforderungen der Realität reagieren. Aber das Individuum muss nun die Suche aufnehmen, die Verantwortung übernehmen, an der Kultur teilzunehmen, sie zu bewohnen, sie zu beleben, zu aktualisieren, damit sie dynamisch auf die sich verändernde Umwelt reagieren kann. Aber das kann man wiederum nur, wenn man von seinem Vater lernt. Man zielt auf das höchste Gut, sagt Peterson, das man sich vorstellen kann. Man arbeitet hart, man übt, man nimmt Herausforderungen an, man geht ins Chaos und dadurch verändert man die Kultur. Und die wird dadurch die veralteten und verkrusteten Strukturen los, baut neue auf, wird gerettet. Und dann gibt es im Christentum neben Pinocchio und Jona natürlich noch eine Person, einen gewissen Jeebus. Oh, save me, Jeebus! Und Jesus ist quasi der Archetyp für das Individuum, das die Menschheit durch seine Individualität erlöst. Wahrheit und rechtes Handeln, das ist Jesu frohe Botschaft, wird euch befreien. Individualismus und Totalitarismus. Ich habe in meinem ersten Video über die Philosophie von Jordan B. Peterson darüber gesprochen, dass man mit Mythen sowohl individualistische als auch kollektivistische Ideale propagieren kann. Es kommt eben darauf an, was man auswählt. Nun sieht sich Peterson selber als ausgesprochener Individualist und als Gegner von kollektivistischen Anschauungen und auch von totalitären Systemen. Und Jesus Christus und die katholische Kirche sind für ihn die Träger einer solchen individualistischen Weltanschauung. Über das Christentum und sein Verhältnis zur Würde des Einzelmenschen, der nach dem Ebenbild Gottes geschaffen wurde, habe ich übrigens hier ein Video gemacht. Nun sagt Peterson, die Glorifizierung des rationalen Verstandes macht uns anfällig für eine totalitäre Ideologie. Aber die katholische Kirche hat davor immer gewarnt. Der rationale Verstand wird sich immer in seine eigenen Schöpfungen verlieben. Der Intellekt wird zum höchsten Gott erhoben. Das höchste Ideal, das ein Mensch
bewusst oder unbewusst hat, ist sein Gott. Wer aber nicht an Gott als das höchste Wesen glaubt, der wird verwirrt. Ein Staat ohne Gott löst sich auf, eine Familie ohne Gott löst sich auf, das Selbst ohne Gott löst sich auf. Und diese Auflösung der Lebensverhältnisse will der Totalitarismus dann eindämmen. Eine Gesellschaft ohne Gott wird dem Totalitarismus wehrlos anheimfallen. Das Problem beim Totalitarismus ist, dass die Identität einer Gruppe an erster Stelle steht, was die Menschen dazu veranlasst, sich dann dem Gruppenideal aufzuopfern. Wenn Religion das Opium der Masse war, sagt Peterson, dann ist der Kommunismus das Methamphetamin der Masse. Es erlaubt den Menschen auch eine Flucht aus der Eigenverantwortung, wie es auch Gustave Le Bon in der Psychologie der Massen beschrieben hat. Mein Video dazu gibt es hier. Zu viel Aufopferung für die Gruppe führt aber zu Ressentiments. Peterson verbindet seine Kritik an der Philosophie, die die Sowjetunion, das maoistische China angetrieben hat, mit der Grundphilosophie der linken Aktivisten, mit einer Identitätspolitik, die sagt, es spielt keine Rolle, wer man als Individuum ist, sondern welcher Gruppe man angehört. Als weißer Mann bist du Unterdrücker, weil deine Gruppenidentität dich ausmacht. Egal, ob du ein Obdachloser oder ein Bettelmönch oder ein Manager bist. Und Identitätspolitik führt, wie jedes Gruppendenken, auf kurz oder lang in den Totalitarismus. Aber der Individualismus ist wie Jesus. Er wird uns erlösen. Das ist das Narrativ des Westens. Im Individuum ist ein großes Potenzial, das Licht in der Dunkelheit. Diese Weltsicht ist die richtige, sagt Peterson. Wir haben es richtig erfasst. Und mit wir meint er eben den Westen. Was bedeutet die Philosophie des Individualismus nun für den Einzelnen und für die Gesellschaft? Nun, außerhalb des Individualismus besteht die Ordnung, die ins Chaos gebracht werden kann, nur in einem rigiden System von gesellschaftlichen Regeln, die dich unterdrücken. Du hast dann nur die Wahl zwischen Chaos und Diktatur. Aber das ist keine funktionierende Gesellschaft. Nun, Peterson ist Psychologe. Zum einen kann eine Gesellschaft nur funktionieren, wenn der Einzelne funktioniert. Eine gesunde Gesellschaft kann es nur geben, wenn der Einzelne gesund ist. Es baut sich von unten auf, bottom-up, im Sinne der Emergenz. Individuell, sodass die Familie gedeiht, auf der Familienebene, sodass die Gesellschaft gedeiht, auf der gesellschaftlichen Ebene, sodass das Ökosystem gedeiht. Und zum anderen bedeutet es die totale Akzeptanz der Eigenverantwortung. Grow the fuck up! Sorry, okay, let's go. Wenn Peterson sagt, werd erwachsen, sort yourself out, dann heißt das, es geht um dein eigenes Leben. Krieg das auf die Reihe, bevor du die Welt verbessern willst. Wenn du ein wahrer Individualist bist, dann schiebst du die Schuld nicht auf andere. Du fragst dich, hast du selber gekämpft? Hast du deine Möglichkeiten voll ausgeschöpft? Arbeitest du hart? Oder lässt du dich von der Bitterkeit, von Ressentiments zurückhalten und runterziehen? Kannst du jetzt und hier etwas Sinnvolles tun, anstatt dich als Opfer darzustellen? Hast du dein Leben aufgeräumt? Mama! Beschuldige nicht den Kapitalismus, die radikale Linke oder die Untaten deiner Feinde. Versuch nicht, den Staat in Ordnung zu bringen, bevor du nicht deine eigene Erfahrung in Ordnung gebracht hast. Sei etwas bescheidener. Wenn du deinem eigenen Haushalt keinen Frieden bringen kannst, wie kannst du es dann wagen, eine Stadt zu regieren? Bring dein Haus in Ordnung, bevor du die Welt kritisierst. Gender und Gleichheit. Zum Abschluss möchte ich noch den vielleicht umstrittensten Aspekt von Petersons Wirken darstellen, seine Äußerungen über Gender, Redefreiheit und Gleichheit. Äußerungen, die einige Leute sicherlich am meisten getriggert haben, aber manche sind halt eben auch sehr sensibel und schnell zu triggern. Eat your lunch, you all need your vitamins A's and B's and... Einem breiteren Publikum bekannt geworden ist Peterson erst 2016, als er den Bill C-16 der kanadischen Regierung öffentlich kritisiert hat. Bill C-16 schlug vor, die Geschlechtsidentität und Orientierung in das kanadische Menschenrechtssystem aufzunehmen, was verhindern soll, aufgrund des Geschlechts diskriminiert zu werden. Peterson nun argumentierte, dass der Gesetzesentwurf in direktem Widerspruch zur Meinungsfreiheit steht. Bill C-16 kann die Weigerung, Menschen mit ihren bevorzugten Pronomen zu bezeichnen, zu einem Hassverbrechen machen. Allerdings hätte er nichts dagegen, Transsexuelle mit ihren bevorzugten Pronomen anzusprechen. Es gehe ihm nur um den Zwang durch das Gesetz. Das hat man nun mit Petersons Verteidigung der Redefreiheit, aber auch mit seiner Sicht auf Gender zu tun. Zum Beispiel besagt der Gesetzentwurf, dass die Geschlechtsidentität einer Person durch die subjektive Einstellung dieser Person bestimmt wird. Mit anderen Worten, man definiert seine Geschlechtsidentität
unabhängig von dem biologischen Geschlecht oder wie andere einen sehen. Wenn man biologisch ein Mann ist, aber denkt, dass man eine Frau ist, dann kann niemand anderes etwas sagen, weil man allein seine Identität definiert. Peterson kritisiert nun diese Vorstellung von Geschlechtsidentität und von Identität überhaupt. Unsere Identität sei Teil des öffentlichen Gemeinwesens und muss mit anderen Mitgliedern der Gesellschaft abgestimmt werden. Das ist im Grunde genommen wie mit dem Ruf, den man hat. Man kann von sich sagen, ich bin ein ehrlicher Mensch. Wenn die anderen um einen herum einen für allerdings für unehrlich halten, aber zu behaupten, dass man ehrlich ist, das macht einen nicht ehrlich. Und zu behaupten, eine Frau zu sein, macht einen nicht zu einer Frau, sagt Peterson. Sondern es kommt darauf an, wie die anderen einen sehen. Konkret heißt das, es darf niemandem vorgeschrieben werden, mit welchem Pronomen er jemanden anderen zu bezeichnen hat. Weil das hieße ihm vorzuschreiben, wie er die andere Person zu sehen und zu beurteilen hat. Der Staat entscheidet dann über die Identität einer Person, indem er Menschen zwingt, sie so oder so zu betrachten. Peterson lehnt den Gesetzentwurf also ab, weil er glaubt, dass er die Redefreiheit verletzt. Der Leiter der kanadischen Anwaltskammer, René Basque, hat dem allerdings widersprochen, wie auch Brenda Cosman, eine Juraprofessorin an der Universität von Toronto. Jordan Peterson hat Bill C-16 willentlich falsch verstanden. Bei dem Gesetzentwurf geht es nicht darum, den Missbrauch von Pronomen zu kriminalisieren, sondern um eine Ausweitung des kanadischen Menschenrechtsgesetzes auf den Trans-Status. And that's that! Und tatsächlich findet sich ein solcher Passus, wo es um Pronomen geht, auch nicht in dem Gesetzesentwurf. Das scheint eher ein Strohmann zu sein, den Peterson aufbaut. Im besten Falle ist es eine Warnung vor einer slippery slope. Aber es kommt mir eher vor wie eine allergische Reaktion auf eine Politik, die Leuten schon immer vorschreiben will, was sie zu denken, zu tun und zu sagen hat. Aber das mag in dem konkreten Fall von Bill C-16 gar nicht der Fall sein, sodass Peterson sich hier eher das falsche Feindbild ausgesucht hat. Und das macht es seinen Gegnern auch leicht, ihn als Hysteriker und Paranoiker abzustempeln. Nein, keiner will dir deine Pronomen wegnehmen. Wir wollen nur, dass niemand gefeuert werden kann, weil der, die Chefin, keine Transpersonen mag. Mit der gleichen Begründung wie Peterson könnte man nämlich auch sagen, ich bin gegen die Verabschiedung der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten, weil sie den Passus erhält, dass alle Menschen gleich geschaffen sind. Und der Staat dadurch die Legitimation in die Hand bekommt, mich irgendwann zu zwingen, alle Menschen mit den gleichen Pronomen anzureden, obwohl ich es gar nicht will. Apropos gleich. Männer und Frauen sind nicht gleich und werden nicht gleich sein, aber das bedeutet nicht, dass Frauen nicht fair behandelt werden sollten. Verbunden mit dem Thema Gender sind auch die Themen Feminismus und Gleichheit. Dem modernen Feminismus steht Peterson extrem skeptisch gegenüber. Er argumentiert, dass es eine anhaltende Krise der Männlichkeit und eine Gegenreaktion gegen die Männlichkeit gibt, in der der männliche Geist angegriffen wird. Der Feminismus habe negative Auswirkungen auf die Geschlechterverhältnisse und destabilisiere so die Gesellschaft. Wenn Männer zu sehr zur Femininisierung gedrängt werden, werden sie sich mehr und mehr für harte, faschistische Ideologien interessieren. Ich würde hinzufügen, wenn Männer zu viel Sojamilch trinken, werden sie anfällig für harte, faschistische Ideologien. Zu der feministischen Forderung nach Gleichheit sagt Peterson, Männer und Frauen werden sich nicht in die gleichen Kategorien einordnen, wenn man sie in Ruhe lässt. Auch der Gender Pay Gap, soweit er denn überhaupt in diesem Maße existiert, ist nicht nur auf Sexismus und Patriarchat zurückzuführen, sondern eben auf unterschiedliche Vorlieben und Talente von Männern und Frauen, aber auch auf unterschiedliche Charakterzüge wie Durchsetzungsvermögen, die bei den Geschlechtern eben ungleich, generell ungleich verteilt sind. Ungleichheit ist also eine Folge der freien Wahl von Männern und Frauen in der Gesellschaft, auch in Gesellschaften wie denen Skandinaviens, die weiter als alle anderen Gesellschaften gegangen seien, um die Gleichstellung der Geschlechter zum Ziel des Gesetzes zu machen. Das sind eben unauslöschliche Unterschiede. Man kann sie nur mit enormem sozialen Druck und Tyrannei ausrotten. Das hat zum einen mit dem Hummer-Vergleich zu tun, um den es in diesem Video ging. Unser Verhalten wird so sehr durch unsere Neurochemie beeinflusst und die ist so fest in uns verdrahtet, auch was den Unterschied zwischen Männern und Frauen angeht, dass eine Politik, die unser Verhalten ändern will, eigentlich unsere Biologie ändern, in unsere Neurochemie eingreifen müsste. Zum anderen hat das eben auch mit dem Individualismus zu tun. Der Staat soll nicht aus ideologischen Gründen in die Freiheit und das Leben der Menschen eingreifen, weil das nur zu Totalitarismus führen kann. Das ist zwar ein gewisser Widerspruch,
Die freie Wahl von Männern und Frauen wird ein Ergebnis produzieren, das durch ihre Neurochemie vorgegeben, also eigentlich unfrei ist. Aber das ist so ein großes philosophisches Problem, das der Willensfreiheit, dass ich das jetzt hier nicht näher besprechen will. Sehen wir uns zum Abschluss noch Petersens Äußerung über Gleichheit an. Man kann sagen, dass Gleichheit ein heiliges Wort geworden ist. Wenn man über sie spricht und sie nicht in allen Belangen hochhält, dann läuft man Gefahr, als Unmensch abgestempelt zu werden. Dabei geht es meines Erachtens um ein bloßes terminologisches Problem. Wovon reden wir, wenn wir von Gleichheit reden? Petersen sagt, Chancengleichheit sei natürlich ein wünschenswertes Ziel. Nein, nicht nur wünschenswert, sondern eminent wichtig. Gleichheit der Chancen. Equality of opportunity. Eine andere Gleichheit, die Gleichheit des Ergebnisses, ist dagegen äußerst gefährlich, weil der Staat dadurch eben totalitär in das Leben, die Freiheit und die Neurochemie der Menschen eingreifen muss. Bezogen auf das Geschlechterverhältnis von Männern und Frauen, Männer und Frauen müssen gleiche Rechte haben, aber der Staat soll sich nicht darum kümmern, ob sie die gleichen Berufe wählen oder sich gleichmäßig um die Kinder kümmern und so weiter. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, fragt euch, was würde Jesus tun? Ach ja, Moment. Hier steht's ja. Moment. Matthäus 22, 21 gibt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Links zu PayPal und Bitcoin und Patreon sind in der Beschreibung. Oder kauft mein Buch, dieses hier. Habt einen wundervollen Tag.